broken state of mind, eyes blind, and it is getting dangerous. I don't wanna fight the feeling inside. Hi zusammen, ich bin Anja Zeidler und du schaust ein neues Pflege- und Styling-Routine-Video zu meinen Naturlocken. Ja, ich trage seit ungefähr 2 Monaten meine Naturlocken wieder. Vorhin habe ich meine Haare mein Leben lang gestreckt, geglättet. Ich hatte Extensions drin, muss ich immer mein eigenes Haar den Extensions anpassen. Ich habe die extrem viel gefärbt, ich habe schon so viel mit denen gemacht und dadurch natürlich die Struktur von diesem Haar hier extrem kaputt gemacht. Und das hat es natürlich unmöglich gemacht, ab und zu mal meine Naturlocken zu tragen. Ich weiß, dass es sehr vielen da draußen auch so geht. Die hätten eigentlich auch Naturlocken. Und ihr denkt aber, ja, aber ich habe ja nicht solche Locken. Wenn ich solche Locken hätte, würde ich die auch tragen. Aber ich habe das hier glatt, dann hier ein bisschen wellig, dann hier lockig. Und glaubt mir, mir ging es auch so. Und ich habe vor ein paar Wochen ein erstes Styling- und Pflegeroutine-Video gemacht. Das habt ihr extrem geliebt. Das hat über 30.000 Aufrufe schon. Und ich verlinke das hier unten in der Infobox. Dann schaut euch dieses Video nochmal an, wenn es euch interessiert. Ich habe es genannt Naturlocken zurückholen. Und jetzt habe ich kürzlich auf Instagram in meinen Insta-Stories wieder ein paar Produkte gezeigt, ein paar Styling-Hacks gezeigt, was ich jetzt so mache, dass meine Locken dann einfach so lufttrocknen können. Und ihr wollt mehr wissen und habt mich nochmal um ein zweites Video gebeten mit meiner aktuellen Styling- und Pflegeroutine und deswegen jetzt dieses Video hier für euch. Wenn ihr das erste noch nicht gesehen habt, wie gesagt, schaut es euch gerne an. Mir ist direkt aufgefallen, als ich da nochmal reingeklickt habe, dass meine Locken da lange nicht so sind wie jetzt. Und es ist jetzt vielleicht, weiß nicht, 6 Wochen her. Und jetzt schon nur in diesen 6 Wochen habe ich gesehen, yes, meine Haare kommen immer besser, sie werden immer schöner, die Locken werden immer definierter. Und das liegt daran, weil ich halt einfach wirklich die richtige Pflege mache, die richtigen Produkte verwende und einfach gut Sorge trage dazu. Aber jetzt will ich gar nicht mehr so lange reden, ich will euch direkt verraten, wie es geht. Also bei Naturlocken ist extrem wichtig, dass man die nicht austrocknet. Das heißt also alles, was Hitze ist, also Glätteisen, Lockenstab, Föhn, auch das ist Hitze, solltet ihr so gut es geht vermeiden. Also ich lasse meine Haare Luft trocknen und glaubt mir, es geht. Es braucht ein bisschen Geduld. Es gibt ein paar Tricks, die ihr hier im Video sehen werdet. Und etwas vom aller wichtigsten ist das Shampoo, also das Haarewaschen an sich. Ich habe in meinen Insta-Stories gesagt, dass ich meine Haare nur einmal die Woche wasche. Und dann kam bei euch Fragezeichen, was einmal die Woche? Aber wie machst du das, wenn du dann Sport machst oder wenn es draußen zu heiß ist? Ich muss es da vielleicht nochmal ein bisschen klarstellen. Ich wasche meine Haare einmal die Woche mit Shampoo. Zu was für ein Shampoo drauf kommen wir gleich. Und dann wasche ich die noch 2 bis 3 Mal die Woche mit sogenannten Co-Wash. Also das heißt, ich spüle die nur mit Wasser gründlich durch und mache dann nur Conditioner in die Spitzen, dass die Feuchtigkeit bekommen und that's it, also ohne Shampoo. Jetzt, wer zu viel Haare wäscht mit Shampoo, der trocknet seine Kopfhaut aus. Also ihr greift den natürlichen Säureschutzmantel von eurer Haut an und wenn ihr dann Haare wascht, dann müsst ihr eben auch ein Shampoo verwenden, das nicht zu stark ist. Das heißt, bei Naturlocken und auch sonst bei Wellen und auch allgemein auch bei glattem Haar empfehle ich, long story short, im Shampoo dürfen sich keine Silikone befinden, keine Sulfate, my queen, keine Sulfate, keine Silikone und keine Parabene oder wenn dann nur ganz schwache Sulfate. Einfach nicht zu stark reinigen. Ich zeige euch jetzt gleich, was ich alles für Produkte verwende, wie ich die anwende, Step by Step. Wir machen alles gemeinsam durch. Ich möchte aber an der Stelle gleich noch sagen, nicht nur die Produkte sind wichtig für eure Haare, es gibt noch so viel mehr, das eine Rolle spielt. Nämlich zum Beispiel auch eure Ernährung, der Mineralhaushalt in eurem Körper, ja, eure Mineralstoffe. Ja, Ernährung, das habt ihr, wenn ihr mich verfolgt, auf Instagram, auf YouTube schon öfter von mir gehört. Ernährung ist nicht nur zum Zu- oder Abnehmen da, überhaupt gar nicht. Die Ernährung hat einen Einfluss auf so vieles. Ihr wisst, ich ernähre mich pflanzlich, also wenn euch da noch ein bisschen meine Ernährungsphilosophien interessieren, schaut euch ja mal hier die Infobox unter diesem Video an, da habe ich noch ein bisschen was drüber geschrieben. Aber die Ernährung, meine Lieben, das spielt eine Rolle in Bezug auf eure
gesamte Gesundheit. Ja? Viele Krankheiten sind im Zusammenhang mit einer ungesunden Ernährung. Spielt eine Rolle, wie fit seid ihr am Morgen? Auch da hat eure Ernährung einen Einfluss, euer Hautbild und eben auch die Haare und die Nägel. Und für Haut, Haare und Nägel sind vor allem, nicht nur, aber vor allem zwei Stoffe extrem wichtig, nämlich Biotin und Zink. Was ich in meiner Ernährung mit einbinde, Haut, Haar und Nagelkapseln, da nehme ich dreimal täglich eine Kapsel und somit kann ich sicherstellen, dass ich neben all den gesunden Vitaminen, den gesunden Nährstoffen und allem, das ich über die Ernährung aufnehme, auf jeden Fall immer genügend Zink und Biotin zu mir nehme. Wenn euch das interessiert, schaut mal auf meinem Instagram vorbei, da gebe ich immer wieder so ein paar Health- und Beauty-Tipps und da habe ich eben auch über Zink und Biotin eine ganze Menge zu geschrieben für euch. In letzter Zeit wasche ich meine Haare meistens mit diesem Shampoo hier. Das habe ich übrigens vom Coop für alle Schweizer. Oder das basische Pflegeshampoo von My Fair Trade finde ich auch super mit Algenextrakt, ätherischen Ölen, Rosmarin, habe ich euch auch schon gezeigt. Oder dieses hier, das Volumen-Shampoo, auch im Webshop von My Fair Trade. Finde ich auch sehr gut, da wechsle ich ein bisschen ab. Dann habe ich von zwei der Shampoos noch gleich die passende Pflege dazu. Zum einen der Maui Conditioner. Oder ich habe diesen hier, den habe ich heute verwendet. Ich zeige euch gleich zu jedem Produkt die Anwendung Step by Step, der Weizenkeim Conditioner. Oder im ersten Video Naturlocken zurückholen, weil ich es vorhin schon erwähnt habe, habe ich euch mit Olaplex und Shea Butter die Intensivpflege gezeigt. Das hier ist eines der wichtigsten Produkte für mich. Es ist eine Kopfhautlotion mit Silizium. Nur aus einer gesunden Kopfhaut kommt auch gesundes Haar. Das ist ein reines Naturpflegeprodukt, aber es gibt ein super gutes Ansatzvolumen. Also das empfehle ich allen mit Naturlocken. Ich zeige euch gleich, wie ich es anwende. Danach mache ich entweder das Leinsamengel, welches ich euch auch im Video 1 gezeigt habe, wie man das zubereitet, in meine Haare, knete ich so rein. Oder eben dieses hier, das Hydrating. Die Hydrating Cream von Only Curls finde ich mega, mega gut. Die verwende ich auch heute. Ich zeige euch nachher wie. Und dann kommt, wenn die Haare dann schon gut angetrocknet sind mit diesen Produkten drin, die ich euch bis jetzt gezeigt habe, Salzspray. Denn jeder weiß, am Salzwasser kommen die Naturlocken extra gut zur Geltung. Deswegen verwende ich diesen. Und dann ganz zum Schluss oder auch so der zweite und dritte Tag mache ich immer wieder ein bisschen Arganöl in meine Spitzen. Hier nochmal alles kurz im Schnelldurchlauf. Mehr dazu in der Infobox. Dann habe ich vorhin noch gesagt, dass ich einmal die Woche nur die Reinigung mit Shampoo mache und sonst nur Co-Washen, also nur mit Wasser spülen und Pflege rein. Und wenn es jetzt einmal wirklich gar nicht geht, wenn ich keine Zeit habe, die Haare zu waschen und sie trotzdem aber ein bisschen fettig sind, weil ich vielleicht mal, weil es super heiß war oder weil ich extrem viel Sport gemacht habe oder so, dann verwende ich ab und zu auch mal, eigentlich nicht so oft, aber ab und zu auch mal Trockenshampoo. Also da kann ich euch auch empfehlen, mal mit Trockenshampoo das noch ein bisschen rauszuzögern. Aber ich will einfach meine Haare so wenig wie möglich waschen, weil zu vieles Waschen trocknet einfach die Haare aus. Wenn ich meine Haare entwirren möchte, dann verwende ich diesen Holzkamm hier. Den verwende ich einerseits, um Pflegeprodukte einzuarbeiten oder auch im Alltag, um die Haare durchzukämmen. Der ist gut grobkantig, ist gut für Locken. Oder dann diese Naturholzbürste. Bevor ich dann die Haare wasche, spüle ich die erstmal richtig gründlich durch und dann verwende ich heute mal das Maui Shampoo und ich verwende nur sehr wenig Produkt und verwende das vor allem an meiner Kopfhaut, weil da muss ich in erster Linie reinigen und nicht draußen am Spitz. Die Spitzen nehme ich dann erst am Schluss noch dazu. Dann das Shampoo vollständig ausspülen, das restliche Wasser ausdrücken und dann kommt heute Pflegespülung drauf. Die ist auch sehr wichtig, dass ihr die so einarbeitet, vor allem in die Längen und die Spitzen gut einmassieren. Dann greife ich zu meinem Holzkamm, kämme zuerst die Längen und die Spitzen durch und erst dann arbeite ich mich langsam Richtung Ansatz hoch, aber da kommt wirklich weniger Produkt drauf, weil am Ansatz wollen wir nicht zu sehr fetten. Da habe ich es jetzt gerade frisch gereinigt. Vor allem gehört die Pflege in die Längen und in die Spitzen. Dann lasse ich die Pflege kurz einwirken, spüle sie dann gründlich aus und wenn ich das gemacht habe, drücke ich nochmal das restliche Wasser aus meinem Haar vorsichtig heraus und dann wickle ich die Haare in ein Mikrofasertuch. In Video 1 habe ich euch das noch mit einem T-Shirt gezeigt, das geht auch. Mittlerweile habe ich aber ein gutes Mikrofasertuch und da werden jetzt die Haare erstmal gut eingewickelt, bevor es dann weitergeht. My skin's on fire, oh, 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 oh.
Schon nach wenigen Minuten nehme ich dann das Tuch gleich mal weg und wende die Kopfhautlotion an. Das geht natürlich ein bisschen einfacher im Badezimmer vor dem Spiegel, aber ich habe da einfach nicht so gutes Licht, deswegen mache ich das für euch jetzt hier vor der Kamera. Das New Grow trage ich jetzt Scheitel für Scheitel auf meine Kopfhaut auf. Das ist ganz wichtig, dieses Produkt kommt auf die Kopfhaut und nicht ins Haar hinein. Auch wichtig, verwendet nicht zu viel von diesem Produkt, sonst wird das so ein bisschen harzig, weil ich habe es vorhin schon erwähnt, es ist ein reines Naturpflegeprodukt, aber wegen dem Silizium gibt es doch so ein bisschen einen guten Halt. Also man merkt, dass es da so wie eine kleine harzige Schicht aufs Haar gibt, auf den Ansatz gibt, aber es ist auch völlig okay, weil das ist das, was euch nachher den guten Halt gibt. Und ich sehe jetzt hier, wie ich das mache. Scheitel für Scheitel auftragen, einfach nicht zu viel Produkt, wie gesagt, sonst wird es dann ein bisschen ein zu guter Halt. Aber ich liebe das und empfehle das jedem mit Naturlocken, weil es gibt richtig gutes Volumen. Auch wenn ihr gerades Haar habt, habe ich das auch schon verwendet. Müsst einfach selbst ein bisschen ausprobieren, wie viel das es bei euch braucht. Aber das ist wirklich gut. Also wie gesagt, nur aus einer gesunden Haarwurzel kann auch ein gesundes Haar herauskommen. Deswegen auch wichtig, dass man nicht vergisst, die Kopfhaut zu pflegen. Wenn ihr New Grow gut aufgetragen habt, nehmt euch einen Moment Zeit, das Produkt gut einzumassieren. Somit könnt ihr die Durchblutung anregen, dass es besser in die Haarwurzel eindringen kann. Dann lege ich noch einmal ganz locker das Mikrofasertuch um die Haare rum. Aber nur so, wie ich es jetzt hier mache, ich twiste das nicht mehr nach oben und lasse die nochmal ein Stückchen weiter antrocknen, bevor ich dann die Curl Cream oder manchmal auch das Leinsamengel einknete. Wenn die Haare dann wirklich schon ein Stückchen getrocknet sind, erst dann nehme ich die Curl Cream und knete das in meine Längen und in meine Spitzen ein. Auch hier wichtig, dieses Produkt nicht auf den Ansatz, nur in die Längen und Spitzen vorsichtig einkneten. So, und jetzt beim Trocknen lassen ist ganz wichtig, nicht in die Haare reinfassen. Ich weiß, das sieht doof aus. Ich weiß, man möchte da das Ansatzvolumen richten, irgendwas machen, einfach so gut wie nichts machen. Ich empfehle nicht, abends die Haare zu waschen und dann so mit nassen Haaren schlafen zu gehen und dann in der Erwartung sein am Morgen, dass die Naturlocken schön da sind. Die können sich nämlich nicht gut entfalten, wenn ihr da irgendwo Druck drauf gibt. Deswegen einfach in Ruhe lassen. Jetzt ist eigentlich der Zeitpunkt, wenn die so fast, ja, so ein bisschen nicht mehr ganz nass sind, mache ich dann ein bisschen Salzspray rein und dann versuche ich wirklich einfach, dann bin ich in Bewegung, mache mein Zeugs, fasse aber nicht zu sehr rein. Oder ein anderer Trick, wenn ich am Laptop was machen muss oder sonst irgendwie am Handy, dann lasse ich die gerne kopfüber trocknen. Das hört sich jetzt total doof an, aber es gibt echt das beste Ansatzvolumen. Oh Gott. Und zwar, dann bin ich dann einfach so hier, Haare kopfüber, und erledige hier so am Handy mein Zeugs. Das gibt das beste Ansatzvolumen. Das mache ich übrigens auch so im Schwimmbad. Dann lege ich mich so auf den Bauch, mache einfach so den Kopf nach unten und lasse mich dann so trocknen. Meine Freunde lachen mich immer aus, aber ich weiß, wieso ich das mache. Die Haare sind nachher richtig schön. Und so sieht es denn aus, wenn meine Haare vollständig luftgetrocknet sind. Ich liebe es. Ich brauchte 25 Jahre, um es lieben zu lernen. Und am zweiten und am dritten Tag gefällt es mir dann eigentlich fast am besten, wenn die sich noch ein bisschen geöffnet haben. Am dritten Tag am Abend mache ich dann meistens dieses Co-Washing. Das heißt, ich spüle die Haare gut durch, ohne Shampoo, Conditioner rein, gründlich ausspülen und die restlichen Schritte von der Kopfhaartlotion an bis zum Arganöl wiederholen sich dann. Und dann kann ich einfach nochmal 2-3 Tage so bleiben, bevor ich sie dann wieder wasche. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, wenn ihr noch Tipps habt, Anmerkungen habt, dann schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, egal ob für Locken, ob für Wellen. Ich freue mich auf eure Meinungen.